Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer brandneuen Operation. Wir wollen diesmal nicht das Airfield stürmen oder nicht das Airfield besetzen. Wir wollen Elektro stürmen und diesmal in der PvP-Action. Wir haben uns einen PvP-Server ausgesucht und unsere Truppe ist natürlich wieder gewachsen. Wir haben einen Sniper dabei und einen Neuling. Werden wir gleich mehr erfahren, denn wir machen zu Beginn dieser Spezialo-Folge eine kleine Vorstellungsrunde hier bei DayZ. Und ich bedanke mich natürlich, dass ihr die letzte Special-Folge so toll bestaunt und positiv bewertet habt. Ich glaube, die hatte nach einem Tag schon 1000 Likes. Also vielen, vielen Dank dafür. Wir geben uns immer sehr, sehr viel Mühe und wollen euch wirklich das Coolste hier zeigen. Und das Ding ist, wir spielen auf einem extremen DayZ-Server, der wirklich heftige PvP-Action hat. Und hier haben wir schon mal zusammen gespielt alle. Und mit dem Walle. Und der ist ja damals noch zu dem Brunnen gerannt, obwohl wir gewarnt haben, wir sollen da nicht erinnern. Also der Server ist schon ein bisschen vertraut. Ist, wie gesagt, ein Elektro-PvP-Server. Sind in der Nähe von Elektro. Und jetzt hört mal auf, bitte mit euren Kopfnicken, sonst knall ich jeden einzelnen ab. So, und das Ding ist, wir haben ein... Ja, so eine epische Musik kann ich am Anfang diesmal nicht benutzen. Wir haben hier auf jeden Fall... Warte, was war das denn? Benutze mich. Wie der Kühl abgespannt hat. Sei mal ruhig, sei mal ruhig. Hör mal nochmal. Komm, hör mal auf. Los. Guck mal bitte alle normal. Guck mal bitte alle normal. Lenno, hör mal auf, du ADS. Guck mal bitte alle normal. Wenn ich jetzt sag, müsst ihr alle auf den Kopf schütteln. Müsst ihr gleichzeitig einfach nur die Maus alle voll durchdrehen, Alter. Durchs Zimmer schmeißen. Okay, eins, zwei, drei, los. Wo stürzt du ab? Ich hab ADS. Oh Mann, ey. Nein, guck mal, ja, ist gut. Auf jeden Fall, das ist heute. Sag mal ruhig. Major, du hast es gar nicht zu melden. Auf jeden Fall ist. Nein, der Major ist unser Sniper. Wir machen jetzt mal ein bisschen ernsthafter hier, Leute. Auf jeden Fall, ein bisschen Spaß muss dabei sein. Und wir möchten heute euch erstmal den ersten vorstellen, den Lenno, den kennt ihr ja. Und der Lenno muss jetzt hier auf die Tribüne mal zu mir rüberkommen und erzählt einfach mal ein bisschen von seinen DayZ-Erfahrungen, was das Krasseste in DayZ war und stellt sich einfach mal vor. Komm mal hier hoch auf den Pult, mein Guter. Ja, lass dir alle Zeit der Welt, wir sind ja auf dem PvP-Server, weißt du? Hallo, Lenno. Hallo. Ihr müsst jetzt alle F1 Hallo. Drücken. Oh. Stehen sie alle auf? Guck mal, die stehen sogar auf für dich. Hallo. Hallo. Ihr müsst jetzt alle gleichzeitig sagen, guten Morgen, Herr Lenno, auf drei, komm. Eins, zwei, drei. Guten Morgen, Herr Lenno. Sitzen, danach habe ich nicht gefragt. Okay. Okay. Ja, Lenno, dann erzähl doch mal bitte, was das Krasseste für dich in DayZ bisher war. Ihr wollt meine Geschichte erfahren. Ich erzähle euch meine Geschichte. Ich wohne einst in der Stadt über Balota. Ihr mögt sie vielleicht kennen. Deren Namen habe ich vergessen. Dort ist ein Zombie die Treppe runtergefallen und hat mir eine Kopfnuss gegeben. Und das war der Tag, an dem meine Kindheit endete. Fertig. Hör auf, den Nasen zu popen. So, der Lenno hat seine Geschichte erzählt. Alle mal applaudieren. Wie geht applaudieren? F5. Okay, auf 3. 1, 2, 3. Ohne Sound. Yeah. So, jetzt setzen wir uns mal hin. Danke, Lenno. Hammer, war schön. Hammer-Typ. Jetzt gehen wir runter. Hammer-Typ, richtig. Ich liebe ihn. So, jetzt kommt der Major hier hoch. Major Miles. Ich liebe sie. Wie alt, woher und was sind deine Hobbys? Oh, ist so sexy. Wie alt? Wen interessiert das denn? Wie alt du bist? Will mich angucken, ich hab direkt Angst. Bei einem gebrochenen Arm zurücklassen müssen, oder? Major, Lenno, du musst jetzt ruhig sein. Der Major muss jetzt seine Geschichte erzählen. Los, Major. Ja, ich hätte eine positive, eine negative. Du sollst eine Geschichte erzählen, Alter. Okay. Eine semi-freundliche? Okay, ja. Mein zweiter DayZ-Tag, da wurde ich halt festgenommen von 6, 7 Leuten. Wurden mir die Beine weggeschossen und ich lag da eine Stunde oder so. Und das wäre meine negative Story, aber was machst du denn da? Ja, war auf jeden Fall schön. Danke, Major. Runter wieder vom Bull. Alter, ich bin Akanchis. Das ist aber eine geile Story gewesen. Die war echt umwerfen. Ja, der Major ist schon wieder besoffen. Ja, toll. Und jetzt? Ach komm, lass mal liegen. Der wacht gleich auf. Kann man den Major wieder belegen? Der wacht gleich auf. Ich komm jetzt, warte. Ich bin wieder da. Entschuldigung, Major. Weißt du, was das Geilste ist? Ey Leute, hört auf, Mann. Seid ihr auf? Hör auf. Leute, weißt du, wie geil das aussah? Der fällt so um, auf einmal verschwindet er so hinter dem Fels, weißt du? Und das Geile ist, der Lenno hat gerade voll die geile Anmutter dazu gemacht, aber seine Mutter hat ihn jetzt wieder ins Bett geschickt, deswegen ist tatsächlich so. Deswegen ist der hier.
nicht mehr dabei. Was? Also der Lando ist jetzt gerade nicht mehr dabei, der ist jetzt, hat jetzt die Verbindung verloren. Also ja, wir sind einmal weniger. Gib mir deine Waffe. Der nächste ist der hier, der auf hier. Hier wie, der Bufant, ne, das ist Bufanda, ne, ist der Bronze, ne? Bronze, der Bronze. Okay, Bronze, kommen Sie bitte auf die Bühne. Wie kommt der denn jetzt? Guck mal, er läuft durchs Feuer. Guck mal, wie ab. Nein, du musst auf die andere Seite hochgehen, das ist falsch. Guck mal, der kommt einfach nicht hier hoch. Okay, Leute. Hör mal, Bronze. Schon peinlich, ne? Ja, Freunde, schön, dass ihr alle hier seid, ne? Ist der Lando jetzt wieder da? Okay, pass auf. Ich erzähle euch jetzt mal meine krasseste DayZ-Story. Da war ich ganz alleine unterwegs. Das war ziemlich strange, ja. Ich bin schon seit Beginn, seit Anfang. Warum hast du eine Brille auf, Alter? Die Brille, du hast die Brille nicht mal richtig auf, Alter. Die ist über deine Augen. Ja, das ist so eine Breitbildbrille, die brauche ich auf jeden Fall. Würdest du etwa sagen, weil Asiaten Schlitzaugen haben, dass sie 16 zu 9 sehen? Nö, ach Quatsch. Ein bisschen, aber. Ja, erzähl doch mal auf, ich erzähl jetzt mal die Story, Alter. Ich war echt voll alleine unterwegs und dann habe ich so einen Soundtrack angemacht von Brokeback Mountain im Background. Ne? Und der Leno kann das bezeugen, der ist jetzt leider nicht mehr da, aber kennt ihr das, wenn ihr so alleine durch den Berg läuft, durch den Berg durch wandert? Den Berg. Ja, so über den Berg drüber und dann die ganzen Gaylords hier im TS, alle am Schnacken, bla bla. Da wurde mir schon ganz anders, muss ich sagen, weißt du? Ja, das war eine gute Geschichte. Vielen Dank und jetzt ab wieder auf den Platz. Alter, ganz ehrlich, was war das denn jetzt, ey? Das war so schlecht. So, jetzt kommt der nächste hier, der Taros. Aber für Bühne mit dir. Der mit der meisten Erfahrung hier. So. Der warme Bruder ist bei jetzt euch. Jetzt kommt der Sascha. Der weiß nicht mal, wie man da hingeht. Your channel was edited. Alter, was ist mit dem Teamspeak im Hintergrund los? Keine Ahnung, was die Rolle da macht. Ich glaub, ey, ne, wir fangen die auch nochmal an. Das ist Peanut. Geh mal wieder auf den Platz. Das ist echt so, ey. Wie geil. Was machen wir hier, ganz ehrlich? Was soll das? Geh mal wieder auf deinen Platz, Sascha. Ich fand das geil. Mal. Sorry, aber wieder, dass ich den Lando umgeboxt habe, baue ich als Outtake auf jeden Fall ein. Ja. Sorry, aber Major, Major hast du umgeboxt. Ey, den Major. So, ist jetzt doof, dass der Lando auch weg ist und so. Hier, du mit der Polizeimütze, wer bist du? Green. Setz du dich mal hier direkt vor das Lagerfeuer. Hier so hin. Meine Damen und Herren, heute ist es wieder soweit. Eine neue Operation für die Spezialeinheit von DayZ steht an. Wir haben uns hier getroffen, an diesem sonnigen Tag, an einem Lagerfeuer, wo wir zuletzt noch Kannibalen waren. Wir haben unsere Freunde gefressen, weil wir hier lange überleben mussten. Und heute ist es soweit. Wir wollen Rache für die ganzen Tötungen in der letzten Folge, für die Glitcher, für die Morde, für alles an unsere Freunde. Deswegen werden wir heute Elektro stürmen. Eine Stadt, die hier an der Küste liegt und einfach nur voller Blut auf den Straßen. Es flimmert da nur und deswegen haben wir uns gedacht, die Armee heute muss den Kampf bestreiten auf einem PvP-Server. Und dazu haben wir uns eine tolle Armee ausgesucht. Wir beginnen einfach mal mit der Vorstellung hier vor Elektro. Major, heutige Aufgabe, Sniper-Support. Bronzebeard, heutige Aufgabe, Sondereinsatzkommando SKS im Nahkampf. Private Taras, ich bin deinem Trupp. Curry, heutige Aufgabe. Lauf einfach weiter. Der nächste bitte. Ruhig. Pscht. Der nächste bitte. Louis Green, ehemalige Beschützer des Botschafters, heutige Aufgabe AKM Nahkampf.
Bufanda, Nahkampfspezialist. Ja, liebe Leute, das ist unsere Armee. Wie ihr seht, wir sind einige Leute hier. Und wir haben uns heute einiges vorgenommen, auch wenn der Curry mal wieder der Clown der Truppe ist. Das gehört ja immer dazu. Und im Hintergrund haben wir mal ein Funkgerät, welches hier im Teamspeak immer zu hören ist. Ja, und das ist unsere kleine Armee, die da hinten bereitsteht. Da gehen wir nochmal hin und machen nochmal einen Schnelldurchlauf für die Castingshow, damit ihr wisst, für wen ihr anrufen müsst. Und zwar hier haben wir den guten AFG Currywurst. Genau. Dann haben wir den Taros, heute Frischling, auch als Asiat unterwegs. Spielt heute das erste Mal Desi richtig in der Truppe und möchte heute mal sein Können beweisen. Ich bin mal gespannt, wie lange er sich schlagen wird. Eigentlich ist er in Shootern ziemlich gut. So, dann haben wir hier den guten Major. Sniper-Spezialist vom Feinsten. Ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze entwickelt und ob der Major uns gut hier durch das die ist, Lage... Das ist das zweite Mal mit der Mosi. Ja, Major, ich mache dir gerade die Anmoderation, bist du mal ruhig. So, dann haben wir den nächsten hier. Das ist der gute Green Swiss, den kennen wir ja unter anderem aus weitere DayZ-Operationen oder aus dem Livestream. Dann den guten Bronzebeard, ein Mann aus einem Stahlkanister, ja, der hat so viel Haar im Gesicht wie sonst Ali Schwarz am Arsch. Serious Business. Und natürlich hier noch jemand. Bufanda. Ja, der Bufanda, den vergesse ich immer. Entschuldigung, Bufanda. Alter! Ja, das hier ist unsere kleine Armee. Guckt euch das mal an, wie geil das aussieht. Hier muss ich gerade mal ein Bild machen. Vor. Major übertreibt direkt. So ist cool, bleibt mal so stehen, bleibt mal so stehen. Ah, Alter, Leute. Bleibt doch mal stehen. Wir sind doch hier nicht beim Pferderennen. So, ja, ich habe eine kleine Challenge hier zu Beginn dieser Spezialfolge. Und zwar, laufen wir alle weiter nach hinten. Und stellt euch mal in. Wer macht denn immer diese. Stellt euch mal hier an diesem Stein alle in einer Reihe. Hier einfach so hinstellen. Hier. Okay. Aber ihr müsst wirklich alle in einer Reihe stehen. Wir machen ein kleines Rennen hier zu Beginn. Sascha, warum zielst du denn die ganze Zeit? Macht jeder hier. Ja, mal Leerzeichen. So, stellt euch mal alle in einer Reihe. Alle in einer Reihe. Ja, ist auf jeden Fall. Ich begrüße euch hier heute zu einer neuen Operation. Wir wollen nachher in Elektro ein bisschen Action machen. Zu Beginn, Sascha, in einer Reihe. Achso, ich dachte eine. Eine So-Reihe im Moment. Nachher gibt es natürlich noch ordentlich Action. Zum Beginn noch ein bisschen Auflockerung. Und es gibt ein interessantes Outtake, wenn ich es nicht vergessen habe. Also ich sage nur, Major, es tut mir leid. Oh, das seht ihr zum Schluss der Folge. So, ihr müsst alle in der Reihe. Hier der Bronze muss ein Stück nach hinten noch. Weiter. Jetzt ein Stück vor. Ja, stopp. So, hier der Major ein ganz kleines Stück nach hinten. Ja, der Curry. Genau, und jetzt der Sascha. Weiter. Alter, so, pass auf, und jetzt machen wir ein kleines Rennen. Nehmt alle mal die Fäuste, alle Waffen runter. So, alle die Fäuste. Okay, pass auf, ich renne jetzt vor und ich sag euch, wo ihr hin müsst. Wer zuerst beim Feuer ist, und das Ding ist, auf dem, das Signal kriegt ihr alle gleich, weil wir auf dem Teamspeak ist. Also, wer zuerst bei mir ist, hat das Rennen gewonnen. Bereit? Und ich schieße. Drei, das Kommando ist, wenn ich in Luft schieße. Ja? Ja. Okay. Und da kommen sie. Was ein Sprint hier. Sie rennen unten. Taros ganz vorne. Er rennt. Oh mein Gott. Taros. Mal von Curry. Aber der Major hat das Rennen gewonnen. Ja. Warum hast du nach oben geguckt, Major? Warum hast du nach oben geguckt? Der ist wieder als erster losgelaufen, ey. Und ja. zur Freude, weil der Major... Oh, sorry. Weil der Major das so gut gemacht hat, möchte ich mich voll und ganz... Ich auch. Mit einem nicht nochmal. Ja, auf jeden Fall hier ein kleiner kurioser Einstieg. Und das ist für den Taros ja heute das erste Mal, dass er DayZ spielt. Ja. Und unser Anführer für die Operation ist heute nochmal der Major, weil er nämlich der Sniper ist. Der hat alles. Das. Nein, Sascha. Du musst dich noch unterordnen hier, Sascha. Genau. Also erst kommen wir alle, dann kommst du. Ja. Stern der obersten Stelle, den Namen. Du bist der Erste, der stirbt. So, ja, okay, was ist denn der Plan, Major? Was hast du vor? Okay, wir haben ja geplant, ihr wollt Nahkampf. Ich gebe. Bisschen aus der Ferne Unterstützung, ne? Mhm. Und wenn wir jetzt hier Richtung Elektro laufen, werde ich mich verabschieden, also links rum in den Wald. Und such mir da ein Plätzchen, damit ich die Stadt im Überblick habe. Und ihr rückt weiter in die Stadt vor und sucht euch dann ein Plätzchen, okay, müsst ihr mir natürlich durchgeben, ne? Damit ich weiß, wo jeder hockt. Und dann gucken wir weiter, was sich da ergibt. Genau, es kann sein, dass wir schnell draufgehen, es kann sein, dass wir nicht draufgehen, es kann sein, dass wir dann unser Ziel ist, das Balota Airfield hinter am Schluss, dass wir da unbeschadet ankommen, es kann sein, dass gar keine Action passiert, also wir können es nicht voraussagen. Und es ist natürlich auch nicht gescriptet oder so, wir sind auf einem öffentlichen, normalen Server,
wie auch jeder andere Spieler. Das sieht man, die Leute kennen wir nicht. Ich putze hier zum Beispiel drauf. Inflames hier drauf, der GameSoccer ist hier drauf. Der Sebastian ist hier drauf, der Sebbe ist hier drauf, der Hannes ist hier drauf, Kay ist hier drauf. Dann haben wir natürlich noch den Brun, Vampiro X, Stolzer Rabe, Du Kissia und Captain Hero. Also es sind schon einige. Und vielen Dank nochmal für eure zahlreichen netten Kommentare zur letzten Folge. Wir können ja alle mal mit Shift langsam loslaufen. Für eure netten Kommentare, dass ihr da so Bock drauf hattet hier bei Desi und dass euch diese Operation, die jeden Montag erscheint, so feiert. Das freut mich und den Curry insbesondere, glaube ich, ne Curry? Ja, ist super. Also macht Spaß. Weil das immer eine Abwechslung zum normalen Let's Play von Desi ist. Mit dem guten Sarazza. Oh, jetzt hat er die Waffe rausgenommen, ist so schnell gerannt. Ich warte natürlich auf die Jungs. Und wir wollen auf jeden Fall einfach mal ein bisschen am in Elektro auf dem PvP-Server unser Könnte Beweis stellen und wollen das Städtchen unter die Lupe nehmen. Und einfach unser, wie gesagt, unser Können beweisen, um zu gucken, wie lange wir denn in einer Truppe überleben werden, wenn der Mage auch noch aus der Ferne eine gute Sicht darauf hat. In Elektro ist nicht allzu viel immer los, weil die Spawns jetzt in... Alter! Wir hätten da geschossen. Das war ich aus Versehen, ich bin aus Versehen auf die Taste gekommen. Ja, der Curry hat uns jetzt alle wieder wach gemacht. Tut mir leid. Das Ding ist, dass in Elektro nicht mehr so viele unterwegs sind eigentlich. Weil alle immer nur noch da oben am Airfield, ihr wisst ja, neulich bei Berenzino gespawnt werden. Und das Ding heißt, ist aber, der Server heißt Elektro PvP, also bin ich mal ganz gute Dinge, dass es hier gleich abgeht. Und wir können jetzt eigentlich mal alle los sprinten, sonst ist es ein bisschen zu langsam, oder? Das war eine kleine Einleitung und sorry nochmal für die ganzen Faxen am Anfang. Ja, ich weiß, ihr wollt eine coole Action und die kriegt ihr jetzt auch heute hoffentlich geboten. Aber manchmal muss auch ein bisschen Späßchen sein, oder? Ja, natürlich. Also der Curry hat auf jeden Fall für Lager gesorgt. Ich habe nicht angefangen. Irgendeiner hat zuerst das Geräusch gemacht. Ich konnte mich schon so kaum zurückhalten. Ja, natürlich. Weißt du, das war der Sascha. Das war der Sascha. Nee, Curry, das war ich. Ich geb's zu, aber das war einfach so lustig. Curry. Ja, ich wusste, dass das von euch kommt. Vor allen Dingen, ich habe das auch direkt nicht hingekriegt, um den Kopf zu drehen, weißt du? Ja, hab ich gesehen. Sollen wir den Major gerade alle hinterherlaufen? Nee, oder? Nee. Also, nee, ihr folgt mir jetzt noch ein bisschen. Wir sind weiter hoch. Wir sind ja noch nicht da ganz angekommen. Ja, wir sollten sagen, der Bronze, spotten, über, oder? Der Bronze übernimmt das Kommando dann von der Gruppe, unten, ne? Die ja, nach Bronze, unten geht. Du weißt ja, wie das abläuft, ne? Ja, eigentlich der Lenno, der ist heute nicht dabei. Der war in der letzten Folge dabei. Der hat Kopfnuss bekommen. Schöne Grüße an den Lenno in dem Fall. Ja. Kopfnuss. Er ist erstmal ein Kanchis zu Hause. Ja, aber wie gesagt, am Schluss der Folge ist noch ein kleines, kleiner Outtake, wenn ich daran gedacht habe. Ja. Super lustig. Genau, die bauen wir einfach nochmal ein, mit einem am Schluss und dann müsst ihr euch nur den Namen geil einfach.